Hey, was geht ab, meine Battlefield-Freunde? Hier ist euer Swishy und der Battle Royale-Modus in Battlefield 2042 scheint nun beschlossene Sache zu sein. Wenn man eben den aktuellen Gerüchten Glauben schenken darf, berichtet Tom Henderson eben darüber, dass der Battle Royale-Modus nicht mehr die Frage ist, ob er kommt, sondern die Frage ist nur noch wann. Wir sprechen heute einmal über die neueste Thematik, alles weiter natürlich wie immer im Video bei deinem Swishy. Lass jetzt an der Stelle ein Abo da und aktiviere die Glocke, um keine Battlefield 2042 Videos mehr zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Ich hatte bereits gestern ein Video zu dem offiziellen Statement von EA hochgeladen, wo ich über die aktuelle Kritik sprach. Im selben Atemzug erwähnte Tom Henderson, der bekannteste Leaker im Battlefield-Universum, dass ein Battle Royale kommen wird. Wie bereits eben im Vorwort erwähnt, die Frage sei nicht ob, sondern nur wann. Man merkt stark, dass Hazard Zone von der Community nicht wirklich gut angenommen wird. Viele Spieler beschweren sich über die Bots in der Lobby und wünschen sich ausschließlich menschliche Spieler als Gegner. Andere beschweren sich über das Belohnungssystem. Es bringt wirklich wenig Erfahrungspunkte und auch sonst keine nennenswerten Belohnungen. Natürlich macht der Modus Spaß, ich habe ihn auch schon gespielt, aber irgendwie will der Funke bei mir auch nicht springen. Im Investoren-Call vor Release von Battlefield 2042 soll über eine Free-to-Play-Komponente gesprochen sein. Das wissen inzwischen viele, dass eben Tom Henderson auch damals schon sagte, dass es eben einen Free-to-Play-Modus geben soll, aber bisher wissen wir, es gibt keinen Free-to-Play-Modus. Die aktuellen Informationen, dass eben ein Battle Royale-Modus kommen soll, stammen entweder von ehemaligen DICE- oder EA-Mitarbeitern, die sich anonym wohl an Tom Henderson gewendet haben, um Informationen bekannt zu geben. Durch die Tom Henderson-Leaks der ehemaligen Battlefield-Mitarbeiter und natürlich zusätzlich obendrauf noch die geleakten Informationen, dass eben eine Free-to-Play-Komponente dabei sein soll, ist das Ganze gut möglich. Fairerweise muss man aktuell sagen, es sind nur Leaks, aber es scheint schon realistisch, dass der Battle Royale-Modus kommen wird. Frage ich bleibt auch, ob unter der neuen Führung von Battlefield, das hatte ich ja gestern schon gesagt, dass da viele Plätze ausgetauscht wurden, viele Posten neu besetzt wurden, ob dann eben diese Pläne noch immer umgesetzt werden sollen. Ich habe aktuell ein bisschen das Gefühl, dass man eben jetzt aktuell, zu diesem Zeitpunkt zumindest, etwas mehr zu Battlefield zurück will und weg von Battle Royale. Aber es würde natürlich, wenn man jetzt wieder auf einen Battle Royale Shooter umrüsten würde, halt wieder Probleme geben. Aber es könnte natürlich auch sein, wenn man zum Beispiel merkt, okay, wir wollen irgendwie noch eine Komponente reinbringen, die noch mehr Geld in die Kassen spielt, wo wir Skins vermarkten können und vieles, vieles weiteres und man eben dann doch wieder Richtung Battle Royale will, was Battlefield 2042 angeblich ja am Anfang war. Das Problem ist aktuell ein wenig an Battlefield 2042 durch diese ganzen Gerüchte und auch durch dieses Spiel, wenn man am Ende des Tages immer noch nicht weiß, was will dieses Spiel eigentlich sein, Battle Royale oder eben ein richtiges Battlefield, so entstehen halt eben Konflikte. Man muss sich eben für eine Marschrichtung festlegen und das ist an der Stelle sehr, sehr wichtig, dass DICE und EA sich bald dafür entscheiden, wo man denn eigentlich hin will mit der Reise. Meine Meinung zu dem Thema, ich kann eigentlich nur sagen, ich bin absolut strikt gegen einen Battle Royale-Modus in Battlefield 2042. Warum das Ganze? Unabhängig von mir, ich mag keine Battle Royale-Spiele, es fühlt sich für mich komisch an, ich mag dieses Spielprinzip einfach nicht, aber ich glaube auch nicht, dass auf dem Markt Battlefield mit einem Battle Royale eine große Chance hätte. Wir haben bereits Apex Legends von EA, was ja quasi schon Hero-Shooter ist, beziehungsweise auch mit Spezialisten. Wir haben auch noch dann den größten Konkurrenten, nämlich Warzone für Battlefield, was ja irgendwie in die ähnliche Richtung geht mit einem Militär-Shooter, beziehungsweise Militär-Battle Royale. Und ich glaube, auch noch zusätzlich zu Fortnite, dass für ein noch großes Battle Royale wie Battlefield kein Platz wäre. Und vor allem glaube ich auch nicht, dass Battlefield, sagen wir mal so spontan, auch den Einstieg finden würde gegen Warzone. Also ich glaube, mit dem Battle Royale-Modus würde man sich bei den Spielern keinen Gefallen tun und würde sich auch finanziell vermutlich keinen Gefallen tun. Natürlich würden erstmal mehr Spieler kommen, vielleicht würde erstmal die Kasse klingeln, aber ich glaube, auf kurz oder lang würde man auch gegen Warzone quasi diesen Kampf um das beste Battle Royale bzw. das meistgespielte Battle Royale neben Fortnite natürlich verlieren. Aber das ist nur meine Meinung. Was sagst du dazu? Würdest du dich beim Battlefield Battle Royale freuen oder sagst du, boah, auf gar keinen Fall? Schreib mir unten in die Kommentare, ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Wir sehen uns im Battlefield, euer Swishy.